Schönen guten Morgen, Leute. Ich bin Stadler, schon wieder gepackt. Getränke habe ich auch dabei. Und jetzt geht's gleich los. Ich bin in Pipis. Gleich startet die Pipi-Tour. Praktisch nach Fraser. 3 Tage, 2 Nächte. Auf geht's. Das ist unser Jeep. Ich glaube, es wird schön kuschelig. Für die Mädels hier. Zu 8 im Auto. Hier. Daniel, right? Yeah. Yeah, I know the name. No. Now, so to drive this car, it's quite easy. It's an automatic, it's in constant four-wheel drive, so you don't have to put it in and out of four-wheel drive. Just grab the big shift, big lever in the middle here. If you have a problem in the car, it's overheating, someone's feeling sick, you want to stop the convoy for some reason, take a photograph, whatever. Call me up on that and we'll stop the convoy. So, wir sitzen im Auto, ich bin der erste Fahrer. Alle haben anscheinend was getrunken. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Automatik. Irgendein alter Jeep. Ersetzen sie alle rein und dann geht's ab, würde ich sagen. Lake's edge for an hour, so we can spend 15 minutes up here before you go down to the lake. 15 minutes up here when you come back from the lake. Lake Mackenzie, bekannt für seine Färbung, ein irre klares Wasser. Wir haben jetzt gleich noch die Drohne in die Luft und hier noch 2 Mädels, die mit mir reisen. Oh, wie lieb. Für eine unglaubliche Sicht, Leute. Es ist unglaublich, wie klar dieses Wasser sich drin in die Richtung. Guckt euch das mal an. Das ist unglaublich. Nächster Stopp, Leute. Hier sind mal unsere Autos übrigens. Hier im Hintergrund. Mit den Jeeps. Wir geben uns hier auf Tour, der Weiße ist von unserem Guide. Wir sind jetzt in einer Picknick-Area, machen hier einen Stopp. Es ist brütend heiß, es ist sehr, sehr warm. Aber die Sonne brettert einfach runter hier auf dieser Insel, unglaublich. Ladies first, generally, isn't it? Yeah.
We're feeding the monsters. Feeding time at the zoo. Hey, ich sag euch, wir haben es geschafft. Schlachtarm und kalten Buffet. Ein Wrap heute. Sieht gesünder aus, als es ist. Ich habe da gut Wurst reingepackt und Mayo ist da mit drin. Jetzt lass es mir schmecken und ich bin so hungrig. Ja, gut. That's a smaller one or a mid-range size one. Just don't stand in front of it. Also in diesem Fluss haben die Frauen ihre Kinder bekommen. Die hatten die Männer also keinen Zutritt. Gelaufen. 1945 oder 49 hat er, glaube ich, gesagt. Und im Zuge des Zweiten Weltkrieges, wo sie Bombentests gemacht haben, auch hier auf der Insel, haben sie das Heck getroffen des Bootes. Und deswegen fehlt das. Gleich den ersten Walk gemacht auf die Sanddüne, hier meine Freunde aus Holland. Und hey guys, you did it! Hey! Ja, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Wir sind jetzt oben, 40 Minuten Walk. Es ist so irre warm, das glaubt ihr überhaupt nicht. Mega entspannt. Sanddüne auf Fraser Island. Haben wir gemacht. Die Sonne steht schon tief. Ich werde ständig gefragt, ob ich hier den Sonnenuntergang sehen möchte, aber nein. Pancake! Zumindest wissen sie schon meinen Namen. Das ist die größte Bar. Der Tag endet gleich. Essen ist serviert. Hier steht das Essen, richtig gut gemacht. Von den Jungs auf jeden Fall. Und hier wird noch ordentlich gegrillt, Leute. Wie sieht's aus an der Front? Sehr gut, seid ihr selbst? Ja, sieht gut aus. So, ich lasse mir jetzt schmecken und lasse den Abend ausklingen. Hier wird schon gut getrunken. Und schöne Grüße nach Deutschland. Schöne Grüße nach Deutschland. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig. Die Jungs machen und haben einen super Job gemacht in der Küche. Also wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Cleaning up to keep things clean and as you go on, thin all your cans. You better help. You better help. That way we don't have a big mess to clean up in the morning. Yeah, that's where I'm going to now in the morning. I'm going to get you up at around 6. I'm going to get up earlier. Yeah, try. Perfect. Well, it's actually daylight.